Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Elzoth mit meinem Ain. Ja, ich bin gerade in den letzten Runs im Beschützerwald und gerade ist ein Raven bei mir in der Gruppe. Der ist aus Satisfied. Also der Name, der sagt mir auch was. Also vom Raven, jetzt nicht die Gilde, weil in der Gilde war ich ja schon drin. Ja, also von daher. Auf jeden Fall, der Dungeon, der dauert jetzt nur noch so 2 Minuten. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, fängst jetzt mit der Aufnahme an, weil sonst bist du so schnell da durchgeblättert, dann hast du den Moment verpasst. Aber wir müssen dann auch nur noch 3-mal machen. Na, also hat perfekt gepasst. Ja. Wir brettern hier ziemlich schnell durch. Das war ein bisschen früh geworfen, aber egal. Na, wen haben wir denn da? Ja. Können wir uns mal den Mega... Ich schaffe jeden Raid-Titel ohne zu sterben Titel ab. Und ja, ich übertreibe nicht. Mittlerweile, wenn ich nicht gerade um kurz vor Mitternacht spiele oder kurz nach Mitternacht, sterbe ich nicht mehr sehr häufig in den Raid-Dungeons. Wenn ich dann sterbe, auch so tagsüber, dann weil ich irgendeinen minimalen Fehler gemacht habe. Oder weil ein Teammitglied bei dem roten Auge nicht weiß, dass er anvisiert wird. Weil er den Dungeon nicht kennt. Und da würde mir Vorgenes Frucht schon helfen. Ja, also... Jetzt haben wir ein bisschen länger gebraucht. Habe ich am Anfang aber auch ein bisschen reingefeedet, sag ich mal. Ich habe einfach vergessen zu buffen und den Machbuster zu geben. Sonst mache ich immer den hier. So. Dann kriegen wir das. Das ist halt echt. Easy peasy. Aber für die Leute, denen es noch nicht aufgefallen ist, oben links in der Ecke habt ihr die FPS-Anzeige. Ich weiß nicht wieso, aber Elzoth hat eine FPS-Sperre drin. Das heißt, über 75 im Dungeon und PvP werdet ihr seltenst kommen. Ab und zu habt ihr in einigen Situationen 80 FPS, aber darüber kommt er nicht. Und in Dörfern und so weiter seid ihr bei 35 bis 40. Ich habe V-Sync aus, dasselbe ist mit V-Sync. Ich habe einen 144 Hertz Monitor, das heißt, selbst mit V-Sync müsste es eigentlich drüber sein. Das geht nicht. Und was man vor allem in Raid Dungeons merken kann, ist, dass die FPS auch nicht sehr stabil ist. Vor allem nicht, wenn gerade im Moment da ist, wo viele Leute ihren Skill einsetzen.
Da gehen die FPS sogar bei mir, ich glaube, auf 20 runter oder so. Das ist schon enorm. Gut. Ja, den brauche ich da meistens sowieso nicht so lang. Jetzt mit dem Raven. Genauso gut so machen. Veredelter Zauberstein. Können wir gleich, wenn der Titel... Können wir jetzt nach dem nächsten Run, wenn wir den Titel haben, auch einmal die Zaubersteine, die ich jetzt so bekommen habe, auch durch die Daily Quest und Wochen Quest mal ein bisschen rumprobieren, ob wir da wenigstens so ein bisschen was Gutes rausbekommen. Dings drin, ne? Ja. Flammengriff. Für ein stärkeres Flammengriff würde ich mich auch freuen. Erstmal Orb werfen, darf ich nicht vergessen. Das gerade war dieser dunkle Orden-Effekt gewesen. Wenn ich den Gegner debuffe mit meinem Set-Effekt, kriege ich einen Buff, dass der letzte Skill, den ich eingesetzt habe, den Cooldown wieder erstattet bekommt und die Mana-Kosten auch. Also es kam auch schon mal vor, dass ich hier Requiem 2-3 Mal hintereinander einsetzen konnte, einfach nur, weil ich Glück hatte. Und das war so... Oh, Requiem! Orgenes Frucht, nice. Gut, dann tut mir leid, Raven. Aber den Dungeon werde ich in naher Zukunft nicht mehr so oft machen. Nice. Orgenes Frucht. Kampfkraft geht zwar runter, aber ich sterbe nicht so schnell. So, Rezo habe ich 9 Punkt. Wunderbar. Die Drop-Rate ein bisschen hoch. Wunderbar. Der Paul hat mir geschrieben. Ich dachte, der ist auf der Arbeit. So, dann kümmern wir uns mal um die Steine. Dann können wir in die nächste Folge, falls ich die heute noch aufgenommen bekomme, aber ich habe noch genug Zeit, die 3 Raid Dungeons machen. So, Magie verleihen. Was haben wir denn? Wir haben Blau-Rot. Ja, was bekommen wir denn? Doppelattacke, Schadensbonus. Hier habt ihr Angriffsgeschwindigkeit, Wasserresin, nö.
Schadensbonus. Dunkelresi, HP, Nope. Okay. Das wäre jetzt eine ziemlich kurze Folge. Ich kann noch ein paar Mal Drabaki machen. Sowieso mein Quellenwaff erneuern, den Portalwaff. Dann können wir zwei, dreimal Drabaki machen. Für Drabaki brauche ich Vorgenes Frucht allerdings nicht. Nehme ich da. Sopato nehme ich eigentlich gar nicht mehr mit. Dann kann ich wieder Abstieg in die Dunkelheit eigentlich mitnehmen. Upsi, den Ring muss ich wieder anziehen. Ah, habe ich. Ja, okay. Why is the power so gering? Ah, Flammengriff. Ich vergaß. Flammengriff ist wieder da. Holen wir uns das Portal. Holen wir uns das Portal. Deutsch for the win. Gut. Das erneuern wir auch. Und ab nach Drabaki. Was sagen wir doch einen Chang. Was ich mittlerweile mache, ist, ich, das hätte ich jetzt nicht machen sollen. Ich weiß gerade nicht, was ich... Ich gehe einfach nach rechts, weil dann gebe ich keinem, beziehungsweise nur ein, zwei Personen dann MP, weil die auch nach rechts rennen. Weil ich möchte jetzt auch, dass ich selbst im Vergleich zu denen mehr Schaden raushau. Dafür muss ich nochmal ein bisschen egoistisch sein. Okay, seit wann das Ding nach links ausartet, ist mir auch unbekannt. Wurde auch nichts gezeigt von wegen, was war... What the fuck ist hier los? Oder war es der Spiegel? Kann auch sein, dass wir den Spiegel-Debuff hatten. Muss ich mal näher drauf gucken. Überlebe ich nicht. Ja, auf jeden Fall Sauerstein bekommen. Und ich bin tot.
Da könnte der ganz Gute draus werden. Alle Skills 40% ist nicht schlecht. Ich hatte zwar 44, aber ich glaube 40 kann man immer noch relativ gut verkaufen. Oder? Ja. Kann man. Zack. Siegel drauf. Waren einstellen. Das Ding. Will sich jemand freuen, dass es nochmal ein bisschen günstiger bekommt. Erledigt. Das ist mitunter, warum Drabaki richtig geil ist. So, unser Pet möchte mir gerne Mana schenken. Womit schenkst du mir denn Mana? Was gebe ich dir dafür? Gebe dir Croissant. Dafür gehst du auch oft 29% runter. Finde noch Todesnebel. Da bin ich richtig glücklich. Hier sind wir zu 8, ne? Zu 7? Zu 7. Ach, Rachel ist auch mit dabei. Ja, Rachel macht ziemlich oft Drabaki. Also den sehe ich hier fast jeden Tag. Wahrscheinlich macht er das auch jeden Tag. Also. Oh no. Oh no. Gegenheilen. Daran werde ich jetzt nicht sterben. Und wir sind bei S plus. Wunderbar. Bucky wird wütend. Ich nehme ein bisschen mehr Abstand. Warten. Oh nein, Spiegel. Habe ich dadurch jetzt meine S-Plus verloren? Nein. Nicht. Das war. Sehr schön. Ich habe auf jeden Fall einen roten Einzigartigen bekommen. Nee. Obwohl. Heutiges Schwert. PvP-Stein. Jedenfalls ist der hier richtig gut. Schaden gegen Bossmonster plus 10%. Muss ich mal gucken. Ja, 200 Millionen kriege ich da bestimmt weg. Wenn ich wollte, ich kann es aber auch für meine Rose behalten, für meine Lavi behalten. Nicht mehr machen. Also wie den hier. Das
Das kann ich euch noch zeigen, bevor ich die Folge beende. Da bin ich mich nämlich schon drauf am Vorbereiten. Denn mein Labi, die wird natürlich auch ein Elianor-Set bekommen. Durch die Quest erstmal und dann halt deine. Da habe ich hier privat schon einiges vorbereitet. So, was habe ich hier? 26? 29. Also 29er Stein, rot, einzigartig. Das ist halt muy bueno. So, was habe ich jetzt hier? Angriffsgeschwindigkeit. Nehmen wir doch mal Bossschaden. Irgendwas anderes, was interessant sein könnte. Brauche halt noch Handschuhe und Oberteil. Diesen Dings und Schuhe ein Level. Dann trotzdem mal sofort gucken, was der hier für einen Effekt hat. Laufgeschwindigkeit, was habe ich hier? Sprungkraft. Nehme ich Laufgeschwindigkeit. Dauerstein 27 möchte ich behalten. Könnte ich relativ teuer verkaufen, muss ich nochmal nachgucken. Ein 26er genauso. Widersinn. Auf dem PvP-Ding. Müsst ihr mir mal in den Kommentaren bitte sagen, ob das gesucht wird oder nicht. Ich kann natürlich gucken. Ach, das ist Violett. Dann Widersinn. Für was habe ich das? Für Oberteil. Die 10%. Ja, die haben wir 2 plus. Weiß ich nicht. Aber anscheinend sehr stark. Widersinn an sich auch. Weiß ich nicht. Na gut, danach kann ich noch gucken, 26 und 27. Kommt da ein Leerzeichen rein? Nein. Okay. Knappe 70. Knapp 90. Da gibt es wertvollere. Und die Schuhe sind voll teuer. Eieiei. Die behalte ich mal trotzdem. Den Widersinnstein, Widersinnstein behalte ich mal. Oh, das war mit einem Hashtag. Das hat trotzdem geklappt. Einsteigen. Quaffen wir uns da noch. Ah, nicht Blutflamme. Boah, wird die Folge doch ein bisschen länger, ne? Gucken wir mal, ob wir bei der Lotterie Glück haben. Nein, haben wir nicht. Kann ich hier nochmal probieren. Da auch nicht. Lasst mal trotzdem gucken, was wir hier so haben. Ne, beides Müll.
Gut. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge mit den Maid Dungeons. Wenn euch diese gefallen hat oder euch auf die nächste freut, Daumen hoch, abonnieren, auf die Glocke schlagen, damit ich in eurer Abo-Box bin und empfiehlt mich euren Freunden. Dann bis zum nächsten Mal. Bläh.